Ach du Kacke, Leute, heute gibt's mal Clickbait des Jahrtausends. Nicht von mir, liebe Freunde, sondern von einem YouTuber namens Doggo. Bevor wir uns dieser eingefleischten Legende widmen, lese ich jetzt mal ganz kurz noch einen Witz von euch vor, damit wir wenigstens einmal in diesem Video jubeln können. Wo ist denn jetzt mein Handy? Wollte Spider-Man anrufen, aber hatte kein Netz. Das ist wieder so schändlich, wirklich. So, nachdem wir jetzt mega krass gelacht haben, kommen wir einfach mal zu dem Kanal Doggo. Sag mal, kennt ihr eigentlich noch Urine Reserve und Anonym Karies? Ja! Wenn nicht, dann umso besser. Aber dieser Doggo ist ein ähnlicher Fortnite-Kanal wie die Kanäle, die ich gerade eben aufgezählt habe. Er behandelt halt irgendwelche ausgedachten Themen und macht Clickbait und Fakes des Jahrtausends. Also sowas habe ich in der Art auch noch nicht gesehen. Und damit ihr das natürlich auch verstehen könnt, werde ich euch nachher mal ein konkretes Beispiel nennen, wo er halt komplett lügt und irgendwas erfindet. Aber jetzt erstmal möchte ich auf den Kanal generell eingehen. By the way, zensiere ich jetzt einfach mal sein Logo, dass solche Kanäle oftmals rechtlich gegen mich vorgehen wollen. Das gleiche hatte ich auch schon mit Urine Reserve und mit Anonym Karies, deswegen sorry schon mal dafür. Was aber bei dem Kanal generell schon mal auffällt, ist, dass dieser Doggo scheinbar Standards geliebt. Ich meine, wenn man jetzt einfach mal durch den Kanal durchscrollt und einfach mal die Themen sieht, beziehungsweise auch diese Thumbnails sich mal anguckt, dann sieht man in fast jedem Video Standard-Skill. Und wisst ihr, was eigentlich das Problem ist? Die Hauptperson in diesen Videos ist so ziemlich nie Standard-Skill. Also diese ganzen Themen, diese ganzen Bilder, die er dort auch mit reinnimmt, sind einfach nur frei erfunden. Theoretisch könnte eigentlich der ganze Kanal gleich Standard-Skill gehören. Aber um erstmal so generell zu bleiben, werden hier überhaupt immer nur große YouTuber in den Titel geschrieben und irgendwelche Sachen ausgedacht, damit das möglichst viele Klicks zieht. Ist an sich ja auch logisch, als YouTuber möchte man immer viele Klicks haben, aber doch nicht auf so einer dreisten Art und Weise, Leute. Wirklich, geht euch vergraben mit sowas. Ach und by the way, gerne hat man es doch auch noch, wenn diese Themen halt irgendwie null zum YouTuber passen. Ich meine, guckt euch doch mal einfach dieses Bild hier an, als ob Standard-Skill von der Brücke geflogen ist und jetzt irgendwelche Wunden im Gesicht hat. Ey, wie schlecht ist das auch gefotoshoppt? Also das ist ja wirklich mega dumm. Ach so, und damit ihr auch die Bestätigung habt, dass es wirklich frei erfunden ist, habe ich mir einfach mal gedacht, ich schreibe Standard-Skill an und er hat halt auch selber bestätigt, dass er nichts davon weiß, dass er von der Brücke gesprungen ist oder sonst was. Bester Mann, dieser Doggo. Und genauso wenig kann ich mir halt auch vorstellen, dass Standard-Skill eine Glatze hat. Also ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich habe mir das Video angeguckt und Standard-Skill hat keine Glatze. Das ist auch wieder bloß gefotoshoppt, damit es halt krass aussieht, damit es irgendwie einen schönen Clickbait hat. Und würde jetzt Doggo nicht bei jedem Video krampfhaft auf Likes geiern, dann hätte dieser Kanal eigentlich pro Video zu 100% Dislikes, weil es gibt nichts, was in diesem Video auch nur ansatzweise einen Inhalt bietet. Und dementsprechend, finde ich, gibt es gar keinen Grund, ein Like dazulassen. Und nur so als Tipp von YouTuber zu YouTuber, heutzutage sollte es schon machbar sein, ein Impressum anzugeben, vor allem bei einem Kanal in deiner Größe. Von daher rate ich dir, das einfach mal zu machen. Doch jetzt fragen sich bestimmt einige von euch, was geht denn eigentlich überhaupt in seinen Videos ab? Was ist daran so schlimm und macht denn er wirklich so inhaltslose Sachen? Nun ja, die hellste Kerze auf der Torte war er wahrscheinlich noch nie. Also anders kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Denn im Video 7 peinliche Momente der Fortnite-YouTuber Standard-Skill, iCrimex, Trimax, sind halt 8 YouTuber aufgelistet und nicht 7 YouTuber. Hä? Und dreimal könnt ihr raten, wie er beim Video 7 Fortnite-YouTuber, die ins Gefängnis mussten, Standard-Skill, iCrimex, Cymax aufgelistet hat. Nein, diesmal sind es nicht 8 YouTuber, nein, es sind 6 YouTuber. Bitte versucht nachzudenken. Was habt ihr eigentlich mit der Zahl 7, wenn ihr nicht einmal 7 überhaupt verwendet? Wie dämlich ist das bitte? Sag mal, hast du irgendwelche Probleme mit den Zahlen? Solltest du wirklich Probleme mit den Zahlen haben, dann kannst du mich gerne anschreiben. Dann bekommst du auch gerne extra Unterricht von mir. Das kann ich auf jeden Fall so machen. Doch der Horror sind eigentlich die Inhalte in seinen Videos. Wobei, wir können es eigentlich noch nicht mal Inhalte nennen, weil das, was dort abgeht, das ist einfach nur frei erfunden. Am besten ist es, wenn wir uns jetzt wirklich mal einem Video widmen. Und zwar das Video 7 Fortnite-YouTuber, die ins Gefängnis mussten. Standard-Skill, iCrimex, Cymax und mehr. Auch hier ist selbstverständlich Standard-Skill im Gefängnis. Sieht man ja auch im Thumbnail und auch im Video wird das gleich behandelt. Doch gehen wir das Ganze jetzt einfach mal chronologisch an. Wie schon gesagt, in diesem Video gibt es auch mal wieder keine 7 YouTuber, die behandelt werden, sondern hierbei werden 6 YouTuber behandelt. Wow, nice. Wirklich, die Zahlen, die kann er immer noch super. Und damit fangen wir direkt mit dem 6. Platz an und das ist direkt unser geehrter Standard-Skill. Also Stani hat den 6. Platz belegt in diesem Ranking und Doggo erklärt uns jetzt, wie Standard-Skill sozusagen von der Polizei mitgenommen wurde. Noch im selben Video von Doggo erklärt uns Standard-Skill in einem Clip, dass er zwar zur Polizeistation gegangen ist, aber er direkt wieder nach Hause laufen durfte. Wo war er jetzt mit dem Gefängnis? Wen willst du jetzt hier verarschen? Also der Fakt ist schon mal komplett lost und auch eine reinste Lüge. Glückwunsch, Doggo. Und auf Platz 5 landet unser Lieblings-Fortnite-YouTuber Cymax. Und auch hier ist die Polizei wieder mit im Spiel. Hier zeigt uns dann Doggo, wie Cymax seine Story sozusagen erzählt über diese ganze Polizeigeschichte. Und Cymax meint dann, dass er im Park mit Freunden gechillt hat, dann kam irgendwie die Polizei und dann haben sie
sie den Sicherheitsabstand nicht eingehalten und dementsprechend hat die Polizei dann gesagt, dass sie vom Platz sozusagen verschwinden sollen. Also haben sie sozusagen Platzverweis bekommen. Und da dann Symax halt so hochintelligent wie er ist, dann auch immer weiter diskutiert hat und woanders hingegangen ist, wo man auch nicht sich aufhalten sollte, hat ihm dann eine Strafe von 150 Euro gedroht. Das fand Symax dann auch wieder mega lustig und dann hat der Polizist aus Respekt einfach gesagt, hier, wirklich, wenn es dir nicht passt, du kannst auch einfach ins Gefängnis gehen. Aber das war eher so ein bisschen lustiger gemeint und gar nicht so schlimm. Und das war's im Prinzip. Also es ist halt gar nichts passiert, außer im Gespräch. Symax hat nicht eine einzige Strafe dafür bekommen. Und hier stellt Doku wieder dar, dass er ja ins Gefängnis musste. Das ist natürlich, das ist wieder ganz, ganz schlau, wirklich. Also Doku, du hast auf jeden Fall den Punkt erkannt, dass man direkt im Gefängnis landet, wenn man auch schon mit der Polizei redet. Beim vierten Platz hat dann Doku das erste Mal recht, denn hierbei spricht er den YouTuber ApoRed an. Apo, das heißt erstes Red? Und ja, ApoRed war ja auch für 15 Tage im Gefängnis, die meisten wissen das schon von euch. Ich glaube wegen dem Bombenprank damals und weil er sich 24 Stunden irgendwo aufgehalten hat, wo man sich nicht aufhalten darf. Also sozusagen hat er Hausfriedensbruch begangen. Also Glückwunsch dafür, das war schon mal der erste richtige Fakt. Sehr gut. Auf Platz 3 landete dann Logan Paul. Er hatte damals einen Urlaub gemacht in Italien, sozusagen auch in Rom, und dort hat er eine Drohne steigen lassen mit einem Kumpel. Allerdings war das auf einem illegalen Platz, dementsprechend er durfte dort die Drohne nicht fliegen, wurde von der Polizei mitgenommen, aber auch bloß aufs Polizeirevier. Also da stand nichts, dass irgendjemand ins Gefängnis musste oder sonst irgendwas. Dementsprechend auch komplett lost und er war auch nicht im Gefängnis. Also er konnte seinen Urlaub dann einfach wieder weiterführen mit seinem Kumpel und dementsprechend war er auch nicht im Knast. Also ich weiß immer nicht, was Doku sich dabei denkt, solche Sachen einfach rauszuhauen. What the fuck, Alter, was ist eigentlich mit dir los? Also auch nochmal ein persönlicher Tipp an der Stelle für Doku. Eine Polizeistation ist nicht gleich ein Gefängnis. Also das nochmal dazu. Dann kommt aber der zweite Platz und das ist iCrimex. Ich glaube, jeder hat es schon von euch mitbekommen. Vor kurzer Zeit wurde von iCrimex das Auto und auch sein Führerschein entzogen von der Polizei, weil die Polizei meinte, dass er ein Straßenrennen durchführen wollte. Obwohl das Ganze nicht gestimmt hat und iCrimex hat das auch direkt wieder richtig gestellt und dementsprechend hatte er keine Strafe bekommen. Also kann man noch nicht mal sagen, dass er auch nur ansatzweise mit der Polizei viel gemacht hat. Er hat sich einfach bloß aufgeregt und hat sozusagen gar keine Strafe bekommen. Was macht Doku? Er stellt ihn natürlich mit in die Liste rein, wo die YouTuber ins Gefängnis mussten. Die mussten in das Gefängnis, Leute. Also auch dieser Fakt ist wieder völlig gelogen gewesen. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man sagen. Also Respekt schon mal dafür, dass du jetzt insgesamt von 5 YouTubern 4 YouTuber falsch hattest, die du einfach ins Gefängnis gesteckt hast. What the fuck? Also was ist eigentlich mit dir los? Aber da merkt man mal wieder, dass diese Art von YouTubern einfach nur auf die Klicks aus sind. Also wirklich nur auf die Klicks und wir finden einfach irgendwelche Themen. Und auf Platz 1 kam dann noch der absolut krasseste YouTuber Mr. Beast. Alter, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass so ein korrekter YouTuber wirklich, der viele gute Sachen macht, ins Gefängnis musste. Wobei, der musste eigentlich gar nicht ins Gefängnis. Er ist freiwillig ins Gefängnis gegangen für 24 Stunden mit seinen Kumpels, um einfach ein Experiment durchzuführen für ein Video, was er drehen wollte. Also musste er hier gar nicht ins Gefängnis, sondern er war freiwillig hier. Aber das hat wahrscheinlich auch wieder Doku nicht ganz gerafft, dass man das freiwillig macht und dass es kein Muss war. Also bitte formulier endlich deinen Titel um oder du machst halt ein Video über richtige YouTuber, die ins Gefängnis mussten und nicht über irgendwelche YouTuber, die halt viel Reichweite haben, damit du viel Klicks auf deine Videos bekommst. Junge, aber wie lost muss man bitte sein, dass man bei einem Ranking von 6 Personen wirklich 5 Personen komplett falsch hat. Also der Kanal versucht halt wirklich mit allen Mitteln und mit jedem möglichen Krampf Abos und Klicks zu ziehen und das ist halt mega lächerlich und genau das ist das, was ich immer kritisiert habe, auch bei Urine Reserve und bei Anonym Karies. Also mir wäre so eine lächerliche Kacke einfach nur mega peinlich, dementsprechend lösche ich am besten. Und in diesem Sinne würde es mich mal jetzt noch freuen, wenn ihr vielleicht auch noch ein paar Kanäle kennt, die ihr mir zusenden könntet, die genauso eine Scheiße machen, dann könnte ich das ebenfalls aufklären und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie es ist so schön. Stänkchen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.